Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute haben wir was Neues zur C-Klasse, zum 203. Wir haben einen neuen Stern in der Flotte. Der kriegt eine Anhängerkupplung. Die haben wir bei dem abgebaut. Das ist der Vorgänger quasi. Und die kommt jetzt hier ran. Ja, dazu fangen wir an. Da wird jetzt hier die Verkleidung für den Kofferraum ausgebaut. Da haben wir hier diese Kunststoffclips. Die hebeln wir einfach raus. Wenn sie denn rauskommen. So komplett Domat da raus und den Innenteil hier auch noch. Wenn er dann rauskommt, machen wir gleich. So, dann haben wir hier oben drauf erstmal vier und innen drin hier an der Kante und hier an der Kante auch nochmal insgesamt vier Stück. Dann müssen noch hier links und rechts diese beiden Clips gelöst werden. Da und da, das sind einfach nur so, ja, wie so Druckknöpfe. Die kann man einfach hochziehen und dann hat man die Verkleidung schon los. Während das gemacht wird, gehen wir ans Rathaus. Kann es also anfangen. Es ist jetzt natürlich alles durch Gegenlicht ein wenig lapusterduster, aber ich hole mal eine Lampe. So, ich habe mich jetzt bewaffnet mit einer Lampe, einem 10er Steckschlüssel und einem Klippheber. Wir müssen hier in dieser Nische und hier die Kunststoffmutter lösen, die 10er. Hier oben ist eine 10er Schraube, die Stoßstange dann verbindet mit dem hinteren Seitenteil. Und dann hier noch die beiden Kunststoffclips raus, die Kunststoffnieten. Ja, und auf der anderen Seite ähnlich, das ist hier ein bisschen anders, aber das findet man dann auch. Können wir hier die Rathausschale ein bisschen lospulen. Reell raus brauchst du nicht. Das ist nur, dass man ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Theoretisch könnte man auch hier den dran lassen und einfach nur, und rein theoretisch sogar diesen hier, und nur die Clips und hier oben lösen. Aber man kommt einfach besser hin, falls man nochmal irgendwo drücken muss und auch beim Anbauen nachher. Das ist einfach einfacher so. So, wir flitzen mal schnell auf die andere Seite rüber und gucken, was da anders ist. Ja, da ist nur hier diese Nische nicht da, wo die Mutter drin sitzt. Ansonsten genauso. So, das haben wir auch fertig. Und jetzt, wenn gleich die Verkleidung, die eine Verkleidung weg ist, machen wir gleich die nächste und da melde ich mich dann wieder. So, dass ich die Verkleidung im Kofferraum gerade noch ein bisschen wehrt, gehe ich schon mal unter das Auto. Und zwar, was wir als erstes machen, ist hier das Gummi gleich rauspulen. Da sprühen wir einfach hier so ein bisschen WD-40 rein und mit dem Schraubenzieher so ein bisschen ab vorbei und hebeln den darüber. Und den Auspuffhalter da lösen. Und hier ist ja auch noch einer. Da, den lösen wir auch. Wir müssen nämlich das Hitzeschutzblech beiseite haben, weil wir da dran, dann dahinter ist dann nämlich der Einschub für den Anhängerkupplungsrahmen, da müssen wir den festschrauben. Ja, und dann war es das hier von unten dann erstmal schon, dann gehen wir von innen die Stoßstange ran und so weiter. Ja, ich mache hier unten alles los, wir sehen zu, dass wir die Verkleidung wegkriegen und dass es dann da weitergeht. So, die Verkleidung ist weg, auf der Seite schon alles gelöst. Und zwar müssen wir jetzt noch da unten drin den Clip lösen und dann ist da vorne noch einer, respektive der muss gar nicht los, aber hier oben gehört eigentlich einer hin. Der muss auch noch los, dass wir das alles weit genug vorklappen können und Platz zum Arbeiten haben. Jetzt nehme ich meinen Clipheber. Nehmen wir den da raus. So einfach ist das. Und ja, da der eh schon fehlt, der andere, können wir jetzt den ganzen Kram hier rausfummeln.
Was mit einer Hand natürlich mal wieder nicht so einfach ist. So. Und dann würden wir gleich noch diese drei Muttern lösen. Ja, die müssen wir lösen. Auf beiden Seiten. Dann ist da eine Schraube und da noch eine Mutter, die gelöst werden muss. Und dann haben wir die Stoßstange schon los. Da müssen wir aber abziehen, nur in diesem Fall aufpassen, weil er eine Einparkhilfe hat. Da müssen wir noch den Stecker abziehen. Müssen wir erst die Stoßstange ein Stück los und dann den Stecker abmachen. Ja, und dann haben wir die Stoßstange weg. So, ihr sehen könnt, die Stoßstange ist ab. Die PDC, da habe ich mich vertan, da ist der Stecker hier innen. Und da zieht man dann den ganzen Kabelstrang hier mit samt Gummibüppel raus. Aber auch nicht so das Problem. Also erst den Stecker auseinander, dann hier alles das da hier durchfummeln am besten. Und dann kann man die Stoßstange ganz einfach abziehen. So, jetzt wo wir so wunderschön überall rankommen, machen wir den E-Satz. Der ist jetzt in diesem Fall schon soweit mit Halteplatte und Steckdose komplett zusammen, weil ja, war ja schon am Auto dran am alten. Das müsstet ihr sonst noch zusammenschrauben. Das steht aber alles in der beiliegenden Anleitung im Normalfall. Dann gehört eben diese Box dazu. Diese kleine Schraube brauchen wir, um die Box zu befestigen. Ja, und das hier ist das Ende, was man dann anstöpseln muss. Und zwar an den Kasten hier. Den müssen wir jetzt abbauen. Dafür müssen wir als erstes hier oben den einfach irgendwie, oder wie ist der denn jetzt fest? Ach, hier vorne ist eine Nase, glaube ich. Auf jeden Fall muss der da ab. Jetzt komm schon. Ich muss euch mal eben weglegen. Nach unten drücken. Okay, den nach unten drücken. So, und dann haben wir dahinter nämlich eine 27er Torx-Schraube. So, dann hier vorne die Abdeckung einfach abziehen. Jetzt können wir den hier runterklappen und dann unten ist er da halt nur reingehakt. So, und jetzt sind hier wundervolle Farbmarkierungen überall dran. Und zwar müssen wir, dieser Stecker kommt gleich an die Box. Dieser wäre für eine Dauerstromversorgung für einen Wohnwagen und so. Die schließen wir in diesem Fall nicht an. Dann müssen wir diese Sicherung, die kommt, da ist hier die passende Farbmarkierung, da kommt die einfach reingesteckt. Ich diese hier mal eben so hinpacke, dass der hält. Und dann nehmen wir einfach die Sicherung. Dann wird einfach hier, das wird einfach hier so vorgesteckt. Das ist alles wunderbar gemacht bei Mercedes. So. Dann brauchen wir die Seite und haben noch, wo ist er? Den lilanen Stecker. Also sucht man sich jetzt auch die passende Farbe. Das ist hier oben. Dann fummelt man sich da so ein bisschen durch. Ich muss mal eben, ich kann jetzt gerade nicht auf der Kamera achten. Oh, ich glaube doch andersrum. Ach Quatsch, ich habe falsch erzählt. Da muss er hin. Das ist die gleiche Farbe, aber oben ist ein anderer Stecker. Also das passt auch nur einmal. So, den rein. Und dann noch das Ende hier, da oben an den, Massepunkt mit dran. Das ist einfach eine 10er Mutter, die losmachen. Ja, und wenn man jetzt schlau gewesen wäre, wollte das jetzt mal eben so zeigen. Aber natürlich müsst ihr erst das Kabel durchziehen. Und dafür ist dieser Gummibüppel hier so an der Stelle, den zieht man einfach raus. Den brauchen wir jetzt gleich noch am alten Auto dann wieder. Und da ist hier irgendwo, da ist die Tülle. Die sitzt dann da drin. Also das machen wir zuerst und dann schließt man den Sicherungskasten an. Aber gut, hatte ich jetzt vergessen durchzuziehen. Stöpsel ich eben wieder ab, die zwei Dinger. Höhen durch, den da oben angeklemmt und dann ist der E-Satz quasi schon fertig. Ja, und dann geht es gleich weiter mit dem Rest der Anhänger. So, wie ihr sehen könnt, kann ich nochmal von hier gucken. Alles durchgeführt. Der ist schon wieder dran. Und die Box habe ich jetzt hier oben. Hier ist ein Loch. Da habe ich einfach, die Blechschraube ist dabei gewesen bei diesem E-Satz. Einfach festgemacht, ne, den Stecker da rein.
Dann müssen wir noch diesen hier wieder hinfummeln, wo er hingehört. Ja, mache ich gleich eben. Und dann kommt der Rahmen. So, jetzt müssen wir noch den alten Stoßstangträger ausbauen. Der wird ersetzt durch die Anhängerkupplung. Dann haben wir hier eine Schraube. Auf der anderen Seite ist die auch. Und von unten sind auch zwei oder drei oder irgendwie so. So, dann muss man eigentlich noch den Halter hier abschrauben. Da hat der Träger aber so, wie er ist, ins alte Auto kommt und wir da den Halter ja dann auch haben, nehmen wir den einfach. Also den haben wir noch dran gelassen an der Anhängerkupplung. Den müsste man also normalerweise umbauen. Das heißt, wir machen jetzt nur die paar Schrauben los, dann kommt der Träger raus und dann der neue oder der von der Anhängerkupplung da rein. Träger raus, andere Licht jetzt hier schon. Da einfach mal erstmal rein. Und denn das ist jetzt ein bisschen schade bei dieser hier. Gibt vielleicht auch andere Varianten, aber hier ist es leider so, dass wir das mit Schraube und Mutter festmachen müssen. Das heißt, wir müssen die Mutter da runterfummeln. So, der ist dran. Jetzt müssen wir noch das Hitzeschutzblech entfernen, was über dem Auspuff sitzt. Deswegen haben wir den ja runtergelassen. Da habe ich jetzt zwischendurch mit WD-40 die Schrauben ein wenig einwirken lassen. Da ist eine und da ist auch noch eine. Ich glaube, die drei sind das bloß. Gucke ich gleich mal. Ich hoffe, die gehen los. Ansonsten weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Seite. Jetzt sind hier in den Löchern, nehme ich euch mal eben in die Hand, hier Gummistopfen drin, die einfach rausziehen und in unserem Fall am alten wieder anbauen. Dadurch wird dann gleich der Rahmen festgeschraubt. Andere Seite ist von unten. Da ziehen wir auch die Dinger raus. Ja, und dann schieben wir jetzt gleich den Rahmen samt Stoßstange und alles zusammen da rein. Ja, und dann wird er festgeschraubt und dann ist das Thema quasi schon fertig. Alles wieder zusammenbauen und so weiter. Geht gleich los. Nehme ich euch mal eben wieder mit rein. Gucken mal eben, welche Schraube jetzt wohin gehört. Und zwar, also die sind alle bei der Anhängerkupplung dabei. Diese lange kommt jeweils hier hin. Da muss man dann von unten nachher die Mutter, deswegen sollte man das halt auch zu zweit machen. Und die beiden kurzen kommen hier hin. Hier oben kommt die ohne Mutter. Da ist ein Gewinde an der Kupplung dran. Und hier unten kommt die andere ran. Mit Mutter. Auf der anderen Seite ist es das gleiche Spiel. Wir machen überall natürlich Loctite an die Schrauben. Ja, und dann kommen noch gleich die von unten drunter, aber das zeige ich dann nochmal.
Ja, so, wir drehen jetzt noch alle Schrauben mit dem, ziehen den alle mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Das steht bei euch in der Anleitung, wie viel das sein muss. Und ja, dann ist nur noch zusammenbauen. Ach nee, wir müssen den Haken ja noch anbauen. Dann machen wir das jetzt nochmal eben erst. Und ja, genau, das machen wir nochmal eben schnell. So, wir fangen an mit der hinteren. Einmal angesetzt. Aha. So. Jetzt gucke ich gerade mal eben. Ja. Genau, die kommt da einfach mal dran, die Steckdose. Das heißt, ich mache hier mal eben Loctite drauf. So, normalerweise müsstet ihr jetzt ja das, nur das Blech hier haben, das Blech erstmal anbauen und dann eben noch die Steckdose. Wird der innere Teil, das ist meistens das komplett separiert, der innere Teil wird hier in den einfach ins Gehäuse einfach nur reingesteckt, eingeklipst und dann sind das hier die drei Schrauben hinten mit Muttern und dann ist das erledigt. Kein Drama. So. Ja, auch die machen wir gleich mit Loctite fest, dann machen wir das Kabel hier noch ein bisschen mit Kabelbindern überall fest, dass das nicht so rumschlackert und dass da nirgendwo gegenkommt. Ja. Und dann war es das. Und dann war es das auch mit diesem Video. Und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schrauben.